Hallo und willkommen zu diesem Video. Die Kopfhörer der Firma Urban Ears überzeugen vor allem durch ihren bunten, aber gleichzeitig einfachen und klassischen Stil. Ob die Kopfhörer aber auch sonst etwas drauf haben, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Die Urban Ears Platten, so der volle Name, bei dessen Aussprache ich mir aber mal wieder nicht ganz sicher bin, fallen in die Kategorie der On-Ear-Kopfhörer und kosten um die 45 Euro. Sie kommen in einer sehr schicken und vor allem kleinen Verpackung. Darin enthalten sind natürlich die Kopfhörer selbst, ein sehr cool gestaltetes Heft, ein Aufkleber und noch ein bisschen anderer Papierkram. Beim ersten in der Hand halten der Kopfhörer fällt einem sofort die geringe Größe auf, denn zusammengeklappt sind sie kaum größer als meine Faust. Und damit sind wir auch schon beim ersten Teil dieses Videos, nämlich dem Design und dem Äußeren. Das ist höchstwahrscheinlich der Hauptkaufgrund, weswegen man sich die Urban Ears zulegt. Sie sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich, ich habe mich hier für die Indigo-blaue Variante entschieden. Das Design ist einfach gehalten und überzeugt gerade deswegen durch seine Schlichtheit. Alles ist in einem Farbton, nur diese zwei silbernen Ringe bringen noch etwas Pep in die Sache. Der Bügel ist mit einem sehr schönen Material ummantelt, das sich einfach extrem gut anfasst. Und die Ohrmuscheln sind auch mit einem schönen Kunstleder gepolstert, das auch extrem super hochwertig verarbeitet ist. Und alles andere, wie zum Beispiel die Stücke, womit man die Kopfhörer an seinem Kopf anpassen kann, sind mit einer coolen Gummierung überzogen. Das 1,20 Meter lange Kabel ist mit einem Stoff umwickelt und am Ende befindet sich natürlich ein 3,5 mm Klinkenstecker. Hier kann ich noch positiv anmerken, dass das Kabel nur an der linken und nicht etwa an beiden Seiten befestigt ist und außerdem eine Fernbedienung dabei ist. Diese kann Anrufe annehmen, Siri starten, Titel starten, stoppen sowie zwischen Titeln vor- und zurückspringen. Ein Mikrofon ist hier übrigens auch noch mit dabei. Was sie allerdings nicht kann, ist lauter und leiser. Dazu muss man dann noch zu den Urban Ears Platten Plus greifen. Insgesamt gefallen mir die Urban Ears Platten von außen, gerade in Indigo Blau, extrem gut. Vor allem die geringe Größe und die Schlichtheit ist cool. Aber ob der Tragekon vorgegeben ist, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Die Dinger sind ja, wie vorhin schon gesagt, On-Ear-Kopfhörer und das heißt, sie sitzen im Gegensatz zu Over-Ear-Kopfhörern direkt auf dem Ohr. Das stört einige zwar überhaupt nicht, aber für mich persönlich sind sie einfach ein Stückchen zu eng und drücken zu sehr auf das Ohr. Dadurch wird es auch noch ziemlich warm und es macht einfach keinen Spaß, sie länger als eine Stunde auf dem Kopf zu tragen. Also Tragekomfort ist in meinen Augen eher nicht vorhanden. Kommen wir nun aber zum Kernelement eines jeden Kopfhörers, nämlich dem Klang. Und da muss ich sagen, wurde ich ziemlich enttäuscht. Die Rezensionen auf Amazon versprachen eine vor allem für den Preis gute Klangqualität, aber das können die Platten meiner Meinung nach nicht wirklich erfüllen. Natürlich erwarte ich für den Preis keinen High-End-Klang auf 500-Euro-Niveau und außerdem bin ich kein wirklich Audiophiler, der in dieser Hinsicht besonders viel Ahnung hat, aber beim Klang der Kopfhörer fehlen mir tatsächlich einige Bässe und auch die Höhen kommen etwas zu kurz. Die Kopfhörer mögen zwar einen relativ neutralen Klang haben, aber im Vergleich zu extrem gutem Sound fehlt ihnen einfach auch die Klarheit und alles klingt ein wenig gedrungen. Musik hören oder auch Videos schneiden macht damit zwar schon Spaß, aber der Klang ist halt einfach nicht überragend. Die Kopfhörer spielen hier höchstens in der Mittelklasse und wirklich laut sind sie auch nicht. Zum Ende hin möchte ich euch nochmal ein kleines Fazit mit auf den Weg geben. Die Urban Ears Platten überzeugen zwar durch ihr wirklich sehr schönes Äußeres, was man vom Klang aber nicht behaupten kann. Ich habe sie mir gekauft, weil ich schicke Kopfhörer mit neutralem Klang wollte, der durch die Rezension meistens auch als toll befunden wurde, aber wurde doch etwas enttäuscht. Das Produkt richtet sich also mehr an die Leute, die mehr Wert auf den Style und das Geld legen als auf den Klang. Somit kann ich sie euch also nicht wirklich empfehlen. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder von euch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Kopfhörer ihr gerade benutzt und wie zufrieden ihr damit seid. Auch Feedback ist gerne gesehen, denn im Bereich Kopfhörer-Tests ist das hier mein erster Versuch. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!